Ich glaube, ich bin schon wieder online. Also nur mal kurz, ja. Ja, was wollte ich denn sagen? Also heute ist einer meiner größten Feiertage, die es gibt. Ja, ich habe endlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Zum Beispiel, wenn Freunde aus meiner Freundesliste gehen, ja, dass mir das nicht mehr wehtut. Das hat lange Zeit, habe ich das immer ja nicht verstanden, ja. Aber heute ist mir das so egal, ja. Also egal nicht, das wäre gelogen, ja. Tut mir natürlich weh, ein bisschen, ja, aber eben nicht zu lange. Versteht ihr? Denn ich bin nur für die gute Laune zuständig, nicht für die schlechte. Und die schlechte Laune sperre ich in Zukunft noch rigoroser aus. Und je mehr ich das tue, ja, desto besser geht es mir und darauf kommt es mir ja an. Ne? Ja, erstmal muss es mir gut gehen. Ne? Und wenn es mir gut geht, dann geht es auch anderen Leuten gut. Ja? Ist doch schön, wenn es so ist. Ja? Und ich will nur gut gelaunte Menschen um mich herum haben. Ja? Schlecht gelaunte sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja? Wie man so schön sagt. Ne? Und die mir schlechte Laune bereiten, die natürlich auch, ja, also, ja, versteht ihr? Eine kleine Warnung an gewisse Leute, ja, von mir jetzt hier, überzieht den Bogen nicht, ja, damit meine ich ganz speziell, nicht wahr, ein Christoph, ja, und einen Andreas, ne, lastet. Ärgert mich nicht mehr, weil wenn ihr mich ärgert, ja, dann schmeiße ich euch raus, ja, weil ich keine Zeit mehr habe für sowas, ja, für so Albernheiten, ja. Ihr wollt mich testen, ja. Sag mal, seid ihr wahnsinnig geworden? Seid ihr größenwahnsinnig? Seid ihr? Wer mich testen will, hat verloren. Okay, gut, das war es jetzt, weil natürlich, das ist bei mir hier gerade totenstill. Totenstill. Ja, und ich genieße das. Ja, ich wünsche euch allen, falls ich heute nicht mehr rinkomme, da einen schönen Abend, ne? Ich weiß, manche zweifeln dann wieder, ob ich ihn habe, ja, aber seid sicher, ich hab den. Ja. Seid heute sowieso, was soll jetzt noch passieren? Ja. Jetzt kann bloß noch ein neuer Sound entstehen, was meine Laune noch toppen könnte. Ja. Und das wird kommen, weil ich es eben so will. Ne? Wünsch dich Willen, neuer Sound, also kriegt er das. Ja. Das könnt ihr glauben oder nicht, das ist mir wurscht. Ja. Es kommt und was da? Ja? Was wollt ihr machen? Ja? Ihr wollt nachher rennen. So ist das. Ja? Ich kann mich noch an so ein Pink Floyd-Konzert erinnern, ja, in Berlin. Da mussten wir, ich weiß nicht, die zweite Kasse aufmachen. Ja? Es war unglaublich eigentlich. Die standen da bis zum U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Ja? Standen die da. Ja? Wir mussten mal Leute rausschmeißen, damit andere wieder rennen können. Weil der Laden einfach zu klein war. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Nee, ihr seid doch, ich weiß nicht. Ist mir auch wurscht, ob ihr mich versteht. Ja? Ich meine, zwar habe ich vorhin geschrieben, dass das mir wichtig ist, aber im Prinzip nicht. Ja? Wichtig ist nur eins, dass ihr mich toleriert. Ja? Und wer mich toleriert, das ist okay, das finde ich in Ordnung. Ja? Alles andere finde ich nicht in Ordnung. Wer mich nicht toleriert, das ist Kacke. Ja? Weil ich tue ja keinem was. Ja, ich fordere niemanden zu irgendeiner Straftat auf, ja, aber zu was ich oft fordere ist, ja, also wenn ich schon was fordere, ja, mache ich ja auch nicht, bin ja nicht so, kann ja jeder glauben, was er will, ja. Ihr wisst ja, mein Wahlspruch ist, nicht, leben und leben lassen, ne, und keine voreiligen Schlüsse ziehen, ja, gerade was andere Personen angeht, ja,
Das ist nämlich ein Fehler. Ja, das aus eigener Erfahrung kann ich sagen. Ja, wer richtet, wird gerichtet. Ja, das muss man kapieren und man ist allein. Ja, ganz allein ist man auf dieser Welt. Ja, ja, die einzige Ausnahme, die es gibt, bin ich. Ne? So, Rätsel. Ja, tschüss, für heute reicht's mir mit dem Unterricht, den kostenlosen. Das wird später mal richtig Geld. Ach Quatsch, ich mache das immer umsonst. Ja. Weil ich kann nun mal nicht anders. Ja. Ich bin kein Typ, der reich sein muss. Ja. Ich muss auch keine Macht haben. Ich bin einfach nur Bienenstich oder Frank-Jürgen Bienenstein, ja, oder Bienenstich. Ja. Das ist nichts Besonderes. Versteht ihr? Ja. Das ist einfach ein normaler Mensch, wie du und ich. Ja. Aber trotzdem unterscheide ich mich von jedem. Na? Warum? Sehr einfach. Jeder hat eine Wahrheit, ob er es nun glauben will oder nicht, das spielt keine Geige. Ja, das ist mir auch wurscht, ihr könnt alle glauben, was ihr wollt. Das mache ich da auch. Ja? Ich bin der größte Egoist auf dieser Welt. Ja? Und ich sage euch, das ist auch gut so. Ja? Weil ihr könnt es jedem empfehlen. Ja? Werdet alle zu dem größten Egoisten der Welt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ist der irre, ja? Ja, ich bin irre. Ist voll geil. Okay, ciao.